Falls Sie sich wundern, ich bin Caroline Kebekus und wahrscheinlich jetzt nicht diejenige, die Sie hier unbedingt erwartet haben. Aber ich muss hier jetzt mal ganz kurz das Fernsehprogramm stören. Denn es gibt ein Thema, das Ihre Aufmerksamkeit braucht. Ein Thema, für das ich meine Babypause unterbreche. Ein Thema, das uns alle betrifft. Das nachfolgende Programm verschiebt sich um ein paar Minuten, denn wir müssen jetzt einfach mal über Kinder sprechen. Keine Sorge, ich werde Sie jetzt nicht mit Details über meine Geburt belästigen. Obwohl da wirklich sehr spannende Sachen passiert sind. Nein, es muss sich hier niemand unfreiwillig was über Mutterkuchen und Dammschnitte anhören. Wer hat sich diese Wörter eigentlich ausgedacht? Aber Leute, unangenehm wird es trotzdem. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, alle reden über die Zukunft, aber leider werden dabei diejenigen vergessen, die diese Zukunft auch noch erleben werden. Kinder. Und es gibt Fakten, die sind wirklich erschreckend. Fast ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Klar, einfache Lösungen gibt's dafür nicht. Aber die Politik kann sich nicht mal auf die Kindergrundsicherung einigen. Wo ist bitte die landesweite Empörung? Die Großdemos für Kinderrechte? Der nationale Sondergipfel? Nichts. Leider ist die Lobby der Kleinen sehr klein. Schade. Ich bin nicht in der Regierung und die Handynummer von Christian Lindner habe ich auch leider verlegt. Aber man kämpft eben mit den Mitteln, die man hat. Meine Geheimwaffe dafür ist das hier gerade. Wir stören hier heute das ARD-Abendprogramm. Denn wenn Kinder sowieso schon überall stören, dann doch bitte richtig. Zur besten Sendezeit in den bekanntesten Sendungen des ersten deutschen Fernsehens. Einen wunderschönen guten Morgen hier im ARD-Morgenmagazin. Einen guten Morgen auch von mir. Ich habe eine tolle Nachricht für alle Leseratten unter uns. Checker Dennis ist da, unser ARD-MoMA-Literaturexperte. Guten Morgen. Tagchen. Dennis, du hast uns heute zwei Bücher mitgebracht. Genau, zwei sehr unterschiedliche Klassiker. Zuerst mein Lieblingsbuch von einem kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Worum geht es da? Über einen kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Eine Parabel darauf, dass alle Lebewesen trotz ihrer Unterschiedlichkeit vieles gemeinsam haben. In diesem Fall die Verdauung. Voll eklig. Nee, voll interessant. Vielleicht wissen Sie dann, in was ich heute Morgen getreten bin. Zwergpudel. Beeindruckend. Checker Dennis, welches Buch haben Sie noch mitgebracht? Einen weiteren Klassiker, in dem ebenfalls das Motiv der Suche auftaucht. Vor allem sucht man vergeblich nach den Kinderrechten. Schade beim Buch, das eigentlich jeden Menschen in Deutschland ansprechen soll. Absoluter Flop. Danke, Checker Dennis, unser ARD-MoMA-Literaturexperte. Die UN-Kinderrechtskonvention gilt in Deutschland seit 1992. Und trotzdem stehen die Kinderrechte noch immer nicht im Grundgesetz. Die Kinderrechte gehören in die Verfassung, finde ich. Tierrechte stehen übrigens drin, by the way. Denn bei Kinderrechten geht es um ganz zentrale und wichtige Themen. Schutz, Beteiligung und Förderung von Kindern. Und die sollten bei politischen Entscheidungen an erster Stelle stehen. Das Leben unserer Kinder ist leider keine idyllische Serie von Astrid Lindgren. Manchmal ist es sogar ein richtiger Krimi. Ein gesellschaftskritischer Krimi. Und für Kriminalfälle haben wir in der ARD ja die allerbesten Leute. Schläft. Sieht ja gar nicht gut aus. Oh mein Gott, der kann ja nicht mal eine richtige 3. Und viel zu kleine Kästchen, wie soll man denn da? Hey Jungs, hier drüben ist der Tatort. Oh Gott. Guten Tag erstmal. Wenn ihr mich fragt, klassischer Fall von Mobbing, schaut mal hier. Dennis Lang. Boah, die Welt wird wirklich immer brutaler. Einfach grausam. Ich fotografiere das mal für die Akten. Ah, shit. Ich kann heute keine Fotos mehr machen. Hast du noch Bildschirmzeit? Nee, zu viel Fortnite gezockt. Ach. Wie hat dir das angetan? Der fiese Julius aus der 2B, er mobbt mich auch online. Sass. Zeig doch mal. Und das musst du ganz alleine mit dir ausmachen? Gottlos.
Darum aufgepasst, liebe Eltern. Laut Weltgesundheitsorganisation wurde jedes sechste Kind im Alter von 11 bis 15 Jahren auf Online-Diensten gemobbt. In Deutschland äußerte fast jedes vierte betroffene Kind Suizidgedanken. Also lasst uns nicht allein im Internet. Informiert euch und seid unsere Vertrauensperson. Und zusätzlich solltet ihr euch besser damit auskennen, was eure Kinder online machen. Die meisten von euch können ja nicht mal Minecraft und Minesweeper unterscheiden. Tja, ich glaube, mehr können wir hier nicht tun. Lass endlich zocken gehen. Aber ihr klärt jetzt den Fall und schnappt diesen fiesen Junius. Das soll einfach die Spezialeinheit übernehmen. Seien wir mal ehrlich, irgendwelche Hunde beschützen unsere Kinder nicht. Das müssen schon wir Eltern machen. Und beschützen bedeutet nicht kontrollieren. Unsere Aufgabe und die der Politik muss dabei halt sein, dass das Internet ein sicherer Ort für Kinder ist. Ohne dass wir ihnen dabei die ganze Zeit über die Schulter gucken. Kinder haben schließlich auch ein Recht auf Privatsphäre und auf Spiel und Freizeit. Ja, genau sowas steht nämlich in den Kinderrechten, die wir doch, wie gesagt, in der Verfassung haben wollen. Und das Internet gehört halt zu Spiel und Freizeit. Genauso wie zum Beispiel Sportvereine. Da lernt man ja auch Sozialkompetenz. Wenn wir doch nur eine Sendung hätten, die sich gut mit Sport auskennt. Ja, Wahnsinn, meine Damen und Herren. Mit so einem Spieltag hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Und damit herzlich willkommen zur Sportschau. Heute in unserer Sendung das spektakuläre Topspiel zwischen den E-Jugenden von Kinder Mailand und Zwietracht Frankfurt. Außerdem der Bambini-Pokalkracher im Kreis Recklinghausen wurde überschattet von ehrgeizigen, randalierenden Spielereltern und noch ein leidiges Thema. Ja, super, Sarah. Komm, weiter so. Das schaffst du. Ja, danke, Papa. Ein leidiges Thema, das jedes Kind kennt. Abgeranzte Sporthallen, zerschnittene Netze auf dem Bolzplatz, geschlossene Schwimmbäder und Grünflächen, die aussehen wie Müllheiden. Denn auch beim Thema Sport gilt für uns Kinder leider, es müssen endlich mal die Köpfe hochgekrempelt werden und die Ärmel natürlich auch. Wir haben fertig. Bewegung und Sport sind super wichtig. Besonders für Kinder. Laut einer Studie konnten die Negativentwicklungen in der Pandemiezeit im Bereich Bewegung bei Kindern und Jugendlichen immer noch nicht wieder umgekehrt werden. Aber was rede ich hier? Schlechte Nachrichten können immer noch am besten von einer ganz bestimmten Sendung überbracht werden. Leute, wir sind am Arsch. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Laut einer aktuellen Studie blicken Jugendliche so pessimistisch wie noch nie in die Zukunft. Die größten Sorgen bereiten meiner Generation dabei unter anderem Krieg in Europa, die Spaltung der Gesellschaft und der Klimawandel. Durch diese andauernden Krisen steigt auch die psychische Belastung. Und ich befürchte, das wird sich so schnell auch nicht mehr verbessern. In Deutschland fehlen rund 430.000 Kita-Plätze. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht einen dringenden Handlungsbedarf bei allen Verantwortlichen. Zum Thema ist uns nun Alia Rispe zugeschaltet. Sie befindet sich in der Kindertagesstätte Glücksbärchen in Köln-Porz. Alia, wie ordnen Sie die Situation vor Ort ein? Oder anders gefragt, wie glücklich sind die Bärchen? Gar nicht glücklich. Die Stimmung ist insgesamt angespannt. Und das liegt nicht nur daran, dass Lennart gerade Scheila ganz schnell in den Haaren gezogen hat. Leider sind in der gesamten Kita alle Erzieher und Erzieherinnen krank. Das heißt zwei. Es sind zwei Personen krank. Und wie gehen die Kinder mit der prekären Situation um? Es handelt sich hierbei schon lange nicht mehr um eine Ausnahmesituation. Ich befinde mich hier in der Koala-Gruppe. Die Kinder sind inzwischen daran gewöhnt. Sie haben sogar eigene Strategien für größere Notfälle entwickelt. Hier neben mir sehen Sie Fiete. Fiete passt heute auf alle auf. Okay, wow. Und wann rechnen Sie mit einer Entspannung der Lage? Wann kehren die Erwachsenen zurück? Mit einer Rückkehr ist bis auf Weiteres nicht zu rechnen. Allerdings hat Dionys heute erzählt, dass er in der Nacht keine Windeln mehr braucht. Er wird Fiete vermutlich bald schon Hilfestellung leisten können. Die Kinder in der Koala-Gruppe sind also in sehr guten Händen. Vielen Dank, Alia Rispe, und alles Gute an die Koalas. Danke. Das waren die Nachrichten im Ersten.
Die Angst vor dem Klimawandel und seinen Konsequenzen ist für Kinder brutale Realität. Und noch mehr, 6-Jährige bekommen den Nahostkonflikt schon in den Kindernachrichten erklärt. Und die große Schwester schaut zwischen Bodyoptimierung und Make-up-Must-Haves die neuesten Livestreams von der ukrainischen Front bei TikTok. Und da haben wir noch gar nicht über die zunehmenden rechtspopulistischen Einstellungen bei Jugendlichen gesprochen. Es sind harte Zeiten. Und diese führen leider oft dazu, dass vermeintlich einfache Antworten attraktiv werden. Brauner Mist. Das gilt's zu verhindern. Apropos einfache Antworten. Mir stellt sich jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Habe ich das Baby A im Einkaufswagen, B im Park oder C beim Opa vergessen? 12.000 Euro. Herr Kobi, bereit? Bereit. Du auch? Ich drücke dir die Daumen und die Jagd beginnt. Stopp! Wir übernehmen jetzt. Danke, Alex. Bitte? Halt mal. Okay, okay, okay. Hey, wo ist mein Sitz? Ach so, ja, bitte. Eure erwachsenen Nerdfragen interessieren wirklich niemanden. Noah, bist du bereit? Okay, dann los. Angelika, du auch? Perfekt, dann sag ich nur, die Jagd beginnt! Was ist für uns Kinder auf dem Schulweg gefährlich? A. Flugtaxis, B. Elterntaxis oder C. Quiztaxis? Was ist das denn für eine Frage? Das weißt du nicht? Ich find's eigentlich voll einfach. Zu spät, du hast nicht gedrückt. Die Zeit ist um. Die richtige Antwort ist natürlich Elterntaxis. Du wusstest es, oder? Natürlich. Der Jäger rückt einen Punkt vor. Okay, nächste Frage. Wie viele Erwachsene glaubten noch im Jahr 2020, dass ein Klaps auf den Po noch keinem Kind geschadet hat? A. Jeder zweite. B. Jeder fünfte. Oder C. Jeder achte Erwachsene. Angelika, was hast du denn genommen? C. Die richtige Antwort ist A. Jäger, was hast du genommen? A. Jeder zweite Erwachsene. Erschreckend. Das ist doch alles Betrug hier. Wir halten fest, Deutschland ist alles andere als ein Kinderparadies. Dabei haben wir nur einen winzigen Bruchteil aller Probleme gezeigt. Wir sind alle in der Verantwortung. Egal ob Elternteil oder nicht. Kinder sind wichtig. Sie sind wertvoll. Sie sind nicht nur Teil der Gesellschaft, sie sind unsere Zukunft. Wir müssen sie schützen und dafür sorgen, dass sie sich gesehen, gehört und geliebt fühlen. Und stören dürfen sie verdammt nochmal auch. Selbst um 20.15 Uhr im Ersten. Gib mir Kinder, was kommt man da? Wir wollen sichere Schulwege. Wir wollen gleiche Chancen für alle. Wir wollen, dass unsere alleinerziehenden Eltern nicht vergessen werden. Wir wollen, dass unsere Rechte im Grundgesetz stehen. Wir wollen faire Chancen durch gute Bildung. Wir wollen, dass ihr uns nicht so überseht wie in der Pandemie. Wir wollen, dass Mamas und Papas keine Zukunftsängste haben, nur weil sie auf uns aufpassen müssen. Wir wollen, dass alle Kinder genug Geld für die Klassenfahrt haben. Wir wollen, dass ihr euch kümmert. Und Süßigkeiten.